Hallo und willkommen zu einem weiteren Video von mir, Farm.io. Heute zeige ich euch mal, wie man in GDevelop zum Beispiel für Spiele, wo man, keine Ahnung, mit Waffen schießen muss oder so, oder kann, einen Cooldown macht. Also zum Beispiel, dass wenn man nachlädt, dass es eine Sekunde oder so nicht schießen kann oder wie lange ihr wollt. Und ja, ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal ein neues Projekt. Leeres Projekt und mache eine neue Szene. Okay. Ich mache jetzt das Sprite Button. Ich mache jetzt einfach, dass das der Cooldown ist und dass man den dann nur drücken kann, wenn diese bestimmte Zeit vorbeigegangen ist. Und füge ich jetzt hinzu. Und dann mache ich noch einen Text, nenne den, keine Ahnung, und lösche das hier und sag 1 und, keine Ahnung, mach irgendeine Größe und ändere den Text immer, wenn man auf Button klickt, dass 1 mehr wird. Also if Button, Touch, sondern Object, New Object, Modify the Text, Add 1. Ich glaube, wenn ich das jetzt so mache, dann ändert es nur den Text, also wird es immer, steht dann am Ende dort ein 1111, aber das reicht auch. Okay, dann mache ich eine Variable, eine Pivale, oder eine, ich mache diesmal eine Zinnenvariable, damit auch mal ein bisschen was anderes reinkommt. Und die nenne ich Cooldown. Und dann brauchen wir noch eine, und zwar Time. Okay. Und sag dann Cooldown set to 1. Und dann sage ich hier als neues Event if Variable, Szenenvariable Cooldown equals to 1. Mach ein Sub-Event dazu. Sag, es soll nichts passieren. Und ändere die Variable, Szenenvariable Time at 1. Und dann mache ich if Variable Time equals to 100 oder welche Zahl ihr wollt. Das ist ungefähr so, ich würde jetzt mal sagen 5 Millisekunden, so wenn man add 1 macht. Ungefähr so, ja. Ist gleich 100. Dann soll es Chain, also wieder Szenenvariable ändern. Und zwar Cooldown. Set to 0 und Time set to 0. Genau. Das funktioniert jetzt halt noch nicht ganz, weil es macht jetzt einfach immer. Aber wir machen if Variable Szenenvariable Cooldown equals to 0. Sagen wir okay. Dann soll es nur funktionieren. Und zwar wartet man jetzt und dann geht es nach der Zeit. Ich gehe jetzt mal kurz weg, wieder hin. Dann macht's wieder. Ich kann jetzt auch, keine Ahnung, 10 Sekunden warten. Und es geht. Wenn ich jetzt mal drauf bleibe, sieht man ungefähr, wie lang 115 Ad sind, bis es halt 100 ist. Also sieht man jetzt hier, sind ungefähr so 3 bis 4 Sekunden ungefähr. Ja, genau. Das kann man halt bei allen möglichen Sachen verwenden. Ja, wie zum Beispiel Shooter-Games oder irgendwie. Genau, was man noch verwenden könnte, ist, wenn man ein Autospiel macht und das fährt irgendwie ein anderes Auto, weil das beide dann so 100 Sekunden nicht fahren können oder so. Ja, okay, nicht 100 Sekunden, aber ihr versteht, was ich meine. Ja. Okay, ich würde sagen, das war's mit dem Video und ciao.